Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar heute, meine lieben Freunde, beim dritten Vlog gibt es was ganz Tolles. Und zwar ist Mittag und wir wollen Pizza. Und viele, oder besser gesagt, wir haben meistens so dieses Problem, dass irgendwann so eine normale Standardpizza, Tiefkühlpizza nicht mehr so toll schmeckt. Deswegen machen wir gerne manchmal selbstgemachte Pizza. Zwar nicht übertrieben perfekt selbst gemacht, sondern auch ein bisschen fertig, aber dennoch mit eigenem Belag. Und das machen wir heute. So. Das Meisterwerk vollbracht. Teig, Soße, Mais, Pilze, Käse, Salami, Mozzarella. So, und das Ganze kommt jetzt etwa 15 bis 20 Minuten in den Ofen mit 200 Grad Umluft und dann heißt es Essen. Nam, 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 nam. Tada! Sie sieht so gut aus. Riecht auch gut. Und die werden wir jetzt essen. Nam, nam, nam. Namaste. Soßig. Und knusprig. Schmeckt sehr gut. Besser als gekaufte Pizza. Essen. So, meine lieben Freunde, heute leider kein Reaktionsvideo. Wir sind leider jetzt auch schon am Ende des Videos, denn der liebe Xarok muss jetzt noch arbeiten gehen. Pizza essen war echt lecker, muss ich sagen. Kann man auf jeden Fall machen. Kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Kostet auch nicht so viel, ich weiß gar nicht, was das kostet. Also dieser Fertigteig und die Soße, die gibt es eigentlich in jedem Supermarkt zu kaufen. Und dann holt euch ein bisschen Mais oder Thunfisch oder Salami, Mozzarella, was ihr auch immer mögt. Und haut euch das drauf, 10-15 Minuten in den Ofen, also insgesamt braucht ihr 20-30 Minuten, bis ihr fertig seid. Und habt eine super geile große Pizza zum Essen. Nam, 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 nam. Hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Und ja, ich freue mich morgen auf das nächste Video. Machen wir wieder, schauen wir uns wieder mal einen Clip an. Ich habe auch ein paar Einsendungen von euch bekommen, die ich mir dann angucken möchte. Und ja, dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.